Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal ist das Unboxing von Steen for Steen. Das ist die niederländische Firma, die Diamond Paintings verkauft. Und da habe ich euch ja schon zwei Unboxings, glaube ich, gezeigt. Und wir sind auch aktuell dabei, ein Bild von der Firma zu painten, was wir hauptsächlich im Livestream auf Twitch machen. Und es ist schon bald fertig. Ich freue mich. Und jetzt ist das nächste Bild da. Nämlich hat Steen for Steen eine neue Kollektion rausgebracht. Also da sind einige neue Bilder dabei. Und da waren auch Bilder dabei, wie eins von Sailor Moon und eins von Cardcaptor Sakura. Und ich habe mir das von Cardcaptor Sakura geholt. Oder senden lassen, denn das Bild ist eine Kooperation. Aber ich habe nicht nur das Bild geholt, sondern noch eine Bestellung dazu. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal, beides zusammen. Total frech, mache ich aber einfach so. Ich habe es hier alles in einem großen rechteckigen Karton bekommen. Hier ist ein schöner Sticker drauf, thank you for your purchase, mit dem Logo und dann nochmal ein kleiner Mini-Sticker, auf dem drauf steht Pretty Things Inside. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir da so, kann die Kamera leider nicht so viel höher machen, dass ihr mehr seht, weil es ist schon das Maximum. Aber wir gucken, dass ihr möglichst viel seht. Hier gibt es ganz viel Papier. Ich schmeiße ihn einfach mal auf die Seite. Und da haben wir schon hier das Bild und hier das, was ich bestellt habe. So, gut. Ich nehme mal alles einfach raus. Ich lege es mal hier nebenan. Ich habe das Paket heute schon aufgemacht, weil mein Sohnemann unbedingt ein Paket öffnen wollte. Deswegen haben wir da auch schon reingeschnuffelt. So. Gut. Ich lese kurz den Brief vor. Und zwar steht hier, liebe Imela, vielen Dank für dein Interesse an unseren Diamond Paintings. Sie haben aus unserer Kollektion Cardcaptor Sakura mit AB-Stein erhalten. Also das ist quasi das Bild, was auch, aufgrund der Kooperation, was ich aufgrund der Kooperation bekommen habe. Wir haben auch Sparkle-Wachs hinzugefügt, damit Sie es ausprobieren können. Speziell für deine Follower haben wir folgenden Rabattcode, IMELA15. Ab 25 Euro erhalten die Follower 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Viel Spaß beim Aufpacken und Erstellen des Diamond Paintings. Wir freuen uns auf Ihr Video und Ihre Meinung zu unseren Diamond Painting und einzigartigen Sparkle Wachs und Sparkle Tech. Ja, ich probiere es aus. Also wie gesagt, ihr könnt 15% sparen. Und die Qualität ist echt super. Also ich habe ein personalisiertes Bild, von auf dem ist Makoto drauf. Das habe ich noch nicht angefangen. Also wir haben es angepaintet, da gibt es ja auch ein Video dazu. Und da war ich schon echt begeistert. Und dann habe ich ein Bild aus dem Shop geholt. Das ist die Frau mit dem Adler. Und das haben wir fast fertig. Und ich habe bis jetzt noch kein Steinchen wirklich aussortieren müssen, also wegschmeißen müssen, weil es irgendwie schlecht war oder so. Es sind Acrylsteine, aber es war super. Also es macht auch super Spaß, das zu legen. Genau. So, ich zeige euch als erstes, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich bestellt... Ich finde die Verpackungen hier cool mit dem Sichtfenster. Die hebe ich auf. ich habe mir bestellt eine kleine Dose, Schale aus 3D-Druck. Da ist auch das Logo nochmal. Weil es immer sehr nützlich ist, solche zu haben. Stifte passen rein. Sogar mit den Aufsätzen, ja, okay. Schräg passt es auf jeden Fall rein. Aber selbst wenn man es nur so lagert, ist es ja super, da kann man den Stift schnell greifen.
Das ist super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich habe es bestellt wegen den Bugs. Oh. So. Damit ich das Wachs da reinmachen kann. Also ich zeige euch die Dose hier nochmal. Hier ist das Logo drauf und ist generell. Ja, finde ich cool. Gefällt mir. Genau, ich habe nämlich immer ein Problem. Ich habe zu wenig Dosen. So, und zwar habe ich einmal bestellt Strawberry Melon Sparkle Tech. Und so sieht es aus. Ihr seht es glitzern. Ah, die Kamera will nicht so ganz scharf schalten jetzt. Und oh, der Geruch, ne? Strawberry Melon, definitiv. Erdbeer und Melone. Ich lieb's. Ich liebe es. Das ist ein bisschen weicher. Wir werden auch gleich eins ausprobieren, dass wir das in den Stift machen. Und einmal Sakura Blush. Auch ein Sparkle Tag. Das riecht gut. Oh, das riecht gut. Guck mal, wie süß das aussieht. Hier ist sogar so eine kleine Blume drin. Voll niedlich. Und es glitzert. Es duftet. Ist auch so schön weich. Text. Okay. Und die zwei Sachen wurden, also die habe ich nicht bestellt, die wurden dazu gelegt. Und zwar einmal Sparkle Wax in Creamy Coconut und einmal in Lady Rich. Wir gucken mal, wie die riechen. Also ich kann euch sagen, bei denen hier war noch außenrum so ein kleines Plastikding, um es zu versiegeln. Das haben wir schon aufgemacht, weil mein Sohn das unbedingt mal sich anschauen wollte. Ne? So. Und das hier ist Sparkle Wax. Das ist sehr hart, aber es glitzert auch, ne? Seht ihr das? Kamera will nicht so richtig, ne? Im Fokus. Da doch, da seht ihr es glitzern. So ein bisschen wie. Meine Finger glitzern auf jeden Fall schon. Da kann ich mir jetzt noch nicht ganz vorstellen, wie ich das benutze, aber es finden wir raus. Vielleicht gucke ich auch gleich mal auf der Webseite, ob da was steht. Falls da nichts steht, finden wir es heraus. So, wahrscheinlich. So abschaben oder so. Gut, und das ist Lady Rich. Also Creamy Coconut hat auch mega nach Kokosnuss gerochen. Bin ich mal gespannt. Lady Rich. Auch hart. Glitzert auch. Könnt ihr sehen. Also es fühlt sich an wie so ein Karamellbonbon. Ihr seht, ich kann es verdrücken, aber es ist schon sehr robust. Riecht auch echt toll. Vermutlich heißt das Lady Rich, weil das halt sehr nach Parfüm riecht. Aber es riecht gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also, wir probieren das Wachs doch direkt mal aus. Gucken. Erstmal den Stift sauber machen. Ich nehme jetzt hier den mit Metallaufsätzen. So, das ist die Frage. Einfach so.
Ja, zumindest jetzt was drin. Ich habe es quasi gerade einfach rausgeschabt. Also es geht schon. So, jetzt probiere ich das mal mit Mehrfachaufsätze. Mal gucken. Ja, kriegt man auch gut weg. Muss es ein bisschen nachdrücken, weil ich jetzt so viel genommen habe. Aber vermutlich. Also ihr seht, na, da ist eine richtig schöne Schicht drauf. Ich mag es lieber generell, wenn es möglichst nicht raussteht. Werden wir auf jeden Fall dann testen, wie gut es hält, wie gut es die Steinchen hält. Das ist quasi jetzt der harte Wachs. Wir probieren jetzt noch aus das weiche Tag. Dann nehme ich die Sakura Blush als erstes. Guck mal, wie süß das aussieht. Auch hier vom Strawberry Melon. Die Bildchen sind echt niedlich. Und zeige ich euch nochmal vom Wachs. Also steht auch immer drauf, ne? Das hier ist jetzt das Sparkle Wachs. Creamy Coconut und hier ist auch Wachs. Und hier ist das Tag. Genau. Und es ist weicher wie das Wachs. Das kann ich ja hier einfach so reindrücken. Deswegen werde ich für hier jetzt einfach mal die Plastedinger probieren. Auch hier mache ich es erstmal sauber. So, ich weiß, ihr seht gerade nicht so viel. Aber ich will euch ja zeigen, wie das von nahem aussieht. So, ich gehe da rein, gehe raus, habe ein bisschen was drauf und habe ein bisschen was drin. Ihr seht, da sind mehrere Farben drin. Das sieht schön aus. Also, mal gucken. Mal gucken. Auch hier. Also hier ging das jetzt leichter mit dem Rausnehmen. Könnt ihr das sehen? Da seht meinen Fingerabdruck. Konnte ich auf jeden Fall leichter dosieren hier. Okay, probier mal aus. Also so von der Handhabung her, glaube ich, werde ich eher das Tag benutzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Wachs länger hebt, weil das fühlt sich schon klebriger an. Okay. Also das ist meine Bestellung. Die Dose mit oder die Dose und Wachs. Und einfach nur, damit ich einen Platz fürs Wachs habe. So. Dann würde ich doch sagen, kommen wir zum Bild, oder? Seid ihr bereit fürs Diamond Painting? So, das war komplett zugeklebt. Wir haben es hier schon aufgemacht. Mein Sohnemann hat es hier schon aufgerissen. Dann machen wir es jetzt halt auf. Okay. So. Ist leer. Gut, was haben wir hier? Ich nehme euch noch mal kurz runter. Wir haben hier ein Squishy mit einer kleinen Nachricht. Viel Spaß beim Erstellen ihrer Diamond Paintings, Rodney und Monique. Genau, Rodney und Monique sind nämlich die beiden, die den Post leiten. Und hier sind auch noch mal die Kontaktdaten drauf. Die haben Instagram und Facebook, jeweils den Post DP. Und die haben ihre Webseite natürlich, steenforsteen.nl, weil die sitzen ja in den Niederlanden. Und eine WhatsApp-Nummer. Sehr schön. Süßer Squishy in rosa. Gut. Und dann gucken wir uns doch jetzt mal hier rein. Hier ist nochmal eine Folie außenrum.
Hey, ich will mein Papier auch haben. Gib her. Gib her. Gib mir mein Papier. Da ist ein Papier drin. Da. Mein Papier. Wir gucken uns als erstes das Papier an. Das ist das wunderschöne Bild, um das es geht. Das ist Cardcaptor Sakura mit dem kleinen, fällt mir der Name nicht ein, aber ihr wisst es bestimmt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie der Kleine heißt. So, bin am Überlegen, ob ich Fokus automatisch mache oder nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 34 Farben und davon ist eine Farbe AB, nämlich die 5200. Das sind 2000 Steinchen. Bei der Größe des Bildes denke ich, dass die ziemlich gut angeordnet sind. Werden wir sehen. Insgesamt gibt es 38.400 Steine. Könnt ihr das sehen? Das finde ich schön, dass das hier immer dabei steht. Und wir haben eckige Steinchen. Genau. Erster Check, ob die 310 dabei ist. Nö, sehr gut. Die 3371 ist aber dabei. Aber das sind nur 18 Steine, damit kann ich leben. Das wird in den Augen sein. So, wir haben hier einmal den Namen des Bildes. Die Firma natürlich, Stain for Stain Diamond Painting. Dann den Namen des Bildes. Das ist quasi wichtig, wenn irgendwie Steinchen fehlen sollten oder, dass man das dem der Firma mitteilen kann, weil damit können sie ihre Diamond Paintings eindeutig identifizieren. Dann ist das Bild 40 mal 60 cm groß. Auf der Liste seht ihr außerdem die Nummer, das Symbol, die DMC-Nummer und die Anzahl der Steinchen. Wundert euch nicht über das Wort hier, das ist Niederländisch und bedeutet einfach Anzahl. Genau, und unten sieht man auch nochmal Kontaktdaten und die Webseite. So, was haben wir dann noch? Jetzt nichts auf der Rückseite. Hier haben wir dann nochmal die Kontaktdaten. Sind Sie mit Ihrem Diamond Painting fertig? Dann teilen Sie das Ergebnis. Finde ich schön, finde ich sehr gut. Und eine Anleitung. Wie funktioniert Diamond Painting? Finde ich auch sehr gut, dass es hier mit dabei ist. Super. Ich freue mich, vor allem, weil das mit den AB-Farben ist. Und dann gucken wir doch jetzt mal, was hier so drin ist. Noch. Im Bild ist jetzt nichts weiter drin. Das hier ist das Toolkit. Ein rosanes Toolkit. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Dabei sind ein rosaner Stift mit einem Einzelaufsetzer, einem schmalen Vierer. Finde ich sehr schön. Und einen Siebener-Aufsetzer. Dann haben wir ja das rosane Squishy, was als Geschenk dabei war, separat eingepackt mit einem Kärtchen. Ein Wachsplättchen nochmal und ganz viele Beutelchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nützlich, wenn mal ein Beutelchen kaputt gehen sollte. Oder dann auch, um die irgendwie einzusortieren nochmal. Finde ich super. Und wir haben ein rosanes Schiffchen. Ist das nicht niedlich? Ich lieb's. Ich lieb's jetzt schon. Ein rosanes Schiffchen. Sehr cool. So, das ist das Toolkit. Dann sehe ich hier schon, dass die Steinchen in Zipptütchen sind. Oh, guck mal hier, die AB-Steinchen.
Kamera, bitte. Ich mache das jetzt manuell. Hier, süß. Und das Rosa, oh mein Gott. Das wird so ein Bild, was ich wieder absolut lieben werde, wegen den Pastellfarben. Und ihr seht, das sind Acrylsteine. Wir haben hier den Punkt in der Mitte. Ganz häufig. Aber das, was ich jetzt sehe, so sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Schön. Wir sind im Dipptütchen. Wir gucken wir uns gleich noch genauer an. So. Meine Stimme lässt gerade schon wieder nach. Ich hoffe, ich kriege keine Erkältung. Das wäre nicht so cool. So. Dann kommen wir doch mal zum Bild. Yay. Also, das Bild ist 40 mal 60 cm groß. Ich kriege das nicht so aufs, auf die Kamera. Aber ihr müsst es mir glauben. So. Wir haben, ich fange jetzt einfach von hier unten an. Wir haben hier unten nochmal die Firma, dann die Social Media Seiten, Facebook und Instagram. Und dann kommt hier das Bild. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön gepixelt. Das sieht echt gut aus vom Pixeln her. So süß. Ist super, super niedlich. Ich hole euch ein Stückchen näher ran, denn wir haben hier auf der rechten Seite eine Legende mit dem kleinen Originalbildchen und dann nochmal die fortlaufende Nummer, die Symbole und die DMC-Nummer. Zeige es euch mal ein bisschen näher. Klappt halt immer nur, wenn die Kamera mitspielt, ne? Ja, super zu erkennen. Dann haben wir hier oben nochmal den Namen. Dann die Firma, Steen vor Steen und welche Größe die Leinwand hat. Hier steht die Leinwandgröße. Ich hole euch nochmal ein Stück ran. Die Leinwand ist 46 mal 66 cm und ich habe euch gesagt, das Bild ist 40 mal 60 cm. Das finde ich super, dass auf der Webseite auch exakt die Maße stehen, die ihr bekommt und nicht die Leinwandgröße. Weil die Leinwandgröße ist ja entsprechend größer. Ja, und dann steht hier nochmal das Logo und dann das Bild. Es ist echt schön. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir das anfangen. Ich werde es jetzt für das Video werde ich es einmal anpainten, damit ihr direkt ein bisschen Feedback habt. Wird aber leider ein bisschen dauern, bis ich das ja, generell painten kann. Wir haben hier eine Glitzerleinwand. Weiß nicht, ob ihr das seht. Doch, das seht ihr schon, ne? Leinwand, die glitzert. Und es ist eine ganz normale, aber super weiche. Also die ist nicht so starr irgendwie. Aber es ist trotzdem eine ganz normale Leinwand mit Flüssigkleber. Der Flüssigkleber, der steht nur ein ganz kleines bisschen drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier so, das da bis da oben und hier kurz vorm Bild hört es auf. Ja. Und ansonsten den Druck, den seht ihr ja schon die ganze Zeit. Der sieht fantastisch aus. Ich sehe jetzt keine weißen Buchstaben, was ich auch sehr positiv empfinde.
Weil weiße Buchstaben oder weiße Symbole sind oft sehr schwer zu erkennen. Also das sieht schon echt fantastisch aus. Und also hier sieht man es auch, ne? Hier bei dem Dunklen sind auch schwarze Buchstaben. Beziehungsweise die schwarze 7. Aber die kann ich sehr gut lesen. Ja. Und das ist tatsächlich nur die 7, die so ein bisschen schwieriger ist zu lesen. Alles andere lässt sich super identifizieren, was dunkler ist. Aber ihr seht's ja. Wenn es jetzt im Schatten ist, ist es natürlich blöd, aber ich habe ja immer eine Lampe an. Meine Tischlampe. Und dadurch sehe ich das immer super. Ja. Kleben tut's vorbildlich. Und ansonsten freue ich mich schon sehr darauf, das hier zu painten mit euch. Also, ja. Also ich bin absolut sprachlos und super begeistert. Es ist ein schönes Motiv. Wir haben keine dunklen Steine. Endlich mal. Wir haben viel Rosa, damit ich vielleicht mal ein bisschen vom Blautick wegkomme. Und echt schön, freue ich mich. Ich freue mich sehr darauf, das zu painten. Und ich hoffe, ihr werdet dabei sein, wenn wir das painten. Also ich werde es jetzt für das Video gleich noch ein bisschen anpainten. Wir werden dafür aus den Zipbeutelchen das machen, weil ich gerade keinen Platz habe, wo ich das einsortieren könnte. Aber zum Anpainten reicht. Und sobald ich dann weiter painten kann, daran werdet ihr nochmal ein Video bekommen. Ja, damit ihr das einfach mitbekommt, dass ich daran weiter painte. Und ansonsten machen wir das ja sowieso im Livestream auf Twitch. So, jetzt gucken wir uns mal die Zipptütchen an hier. Das klebt aber stark. So. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar hier raus. Guckt euch das mal an, wie voll der Beutel ist und wie schön. Wie schön die Steine aussehen. Fantastisch. Ja, und die Beutel sind generell mit den schwarzen Nummern drauf gekennzeichnet, was mit den Legenden aber völlig ausweicht. So geil. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind irgendwie. Also habe ich das Gefühl. Echt schön. Zeige euch mal nochmal das Lila. Das ist jetzt die 333. Das ist die 7, die ich vorhin gesagt habe. Das sieht bei euch jetzt super blau aus, aber das ist ein lila Ton. Das ist fast so dunkel wie 550. Vom lila Ton her, aber eben nur fast. Ja, ich weiß nicht, warum die Kameras lila Töne nicht so mögen. Also auch wenn ich irgendwie bei den anderen schaue in den Videos, ne? Da sind lila Töne immer blau. Verstehe ich nicht. So, und dann noch die RB-Farbe. Das hier sind die RB-Steinchen. Ich mache das mal ganz kurz auf. So. Ich halte es euch ran, damit ihr sie sehen könnt. Echt schön. So, und jetzt gucken wir mal, wo die RB-Steinchen sind. Das ist doch vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Wo sind die RB-Steinchen? Das ist das Yen-Symbol. Wir haben RB-Steinchen hier in den Blumen, im Hintergrund. Ein bisschen in der Reflexion in den Haaren. Dann hier vorne ein bisschen.
Also hier die Lichtreflexe auf jeden Fall, da sind sie ein bisschen drin. Aber glücklicherweise nur verteilt. Also nicht alles, was irgendwie so einen Weiß-Touch hat, ist AB. Glücklicherweise. Dann haben wir hier im Kleid natürlich AB-Steinchen. Hier unten sind wieder welche. Und da ist ein bisschen mehr. Also die sind hauptsächlich im Hintergrund verteilt. Hier sind wieder ein paar mehr. Ja, ich bin gespannt. Hauptsächlich im Hintergrund, also überall da, wo die Lichtreflexe eigentlich sind, was ich super finde. Also das macht auch Sinn, weil da glitzert es am meisten. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Hätte ich. Nee. Mein Freund hat gerade gefragt, ob ich fertig bin mit Freund. Aber er meinte wahrscheinlich fertig mit Video aufnehmen. Gut. Ja. Das ist es, das war das Unboxing. Wir haben ein wunderschönes neues Bild, worauf ich mich freue, das zu painten. Ihr werdet mitkriegen, wenn ich das richtig painten kann, weil das werde ich überall ankündigen. In Instagram, in Facebook, in Facebook sage ich schon, in YouTube, in Twitch und in TikTok. Und wenn ihr mir überall folgen möchtet, um nichts zu verpassen, würde ich mich natürlich sehr freuen. Das ist ein super Support für mich, wenn ihr denn auch dort seid. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir überall folgt. Ihr habt unten in der Videobeschreibung ganz unten einen Link zu meiner Webseite und dort findet ihr alle meine Social Media Kanäle für mich als Person, für meinen Shop und für die Diamond Painting Community. Also einfach mal reinschauen. Ja, ich bin total begeistert jetzt erstmal von dem. Allgemein von dem Wachs, weil er gut riecht und von dem Tag auch und von dieser Schale. Die fühlt sich auch echt toll an. Auch super stabil. Ein bisschen beweglich, aber fühlt sich stabil genug an, um die zu verwenden. Sehr gut. Die machen auch im 3D-Druck auch andere Sachen, also auch Schiffchen und so. Es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Weil die haben ganz, ganz lustige Sachen. Gut, dann würde ich sagen. Was würde ich sagen? Ja, wir painten jetzt das Bild hier an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, ja, ich habe jetzt erstmal hier ein bisschen Washi-Tape außenrum gemacht. Das Washi-Tape ist aus meinem eigenen kleinen Shop. Wenn ihr also so süßes Bubble-Washi-Tape sucht, guckt doch da mal rein. Ja, ansonsten habe ich mir eine kleine Ecke ausgesucht. Das ist jetzt die Ecke oben rechts am Kopf von der Sakura, weil ich einfach so viele Farben wie möglich da drin haben wollte. Und ja, also da ich auf den Siebtütchen painte, wird es so sein, dass ich häufiger mal irgendwie die Siebtütchen anschaue, guck, ist die Zahl da? Wenn nicht, dann lege ich es direkt wieder beiseite. Ich habe hier auch die zwei Stifte verwendet während dem Painten, die ich ja vorhin im Video mit Sparkle Tag und Sparkle Wax bestückt hatte. Und genau, das teste ich jetzt quasi auch direkt aus, weil ich hatte die Sachen vorher nicht. Und dachte, okay, das muss ich jetzt direkt ausnutzen. Wenn ich sowieso anpainte, dann gucke ich doch direkt, ob das funktioniert. Und wie gut das funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Beides hat sich gut handhaben lassen. Ich musste keins der beiden auswechseln.
Am Anfang haben die stärker geklebt und waren etwas unhandlicher, aber nach so 5 bis 10 Steinchen war das super und hat ewig gehalten. Genau, also hier jetzt bei der weißen Farbe, da habe ich direkt alles mit dem gelb-blauen Stift gemacht, wo das Sparkle Tag drin war. Und dann habe ich eine ganze Weile mit dem Sparkle Wax gearbeitet. Also der blaue Stift, den ihr jetzt gerade seht. Und am Anfang sind die Steine einfach hängen geblieben am Stift, weil die Klebkraft so groß war. Aber das ging dann ganz schnell. Auf jeden Fall echt super. Ja. Ansonsten war das super easy, die Zahlen und Buchstaben zu erkennen und beziehungsweise die Symbole und entsprechend dann die richtige Farbe zu finden. Ja, genau. Wie ist es bei euch? Habt ihr bei Steen für Steen schon gestöbert, was die so haben? Wenn ja, dann schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, welche Bilder eure Lieblingsbilder sind. Ihr dürft da gerne auch die Links reinposten, da bin ich voll damit. Okay, weil, also nur von Steen für Steen bitte. Weil mit den Links kann ich dann die Bilder mir schneller anschauen. Und vielleicht finde ich ja auch noch ein, zwei Bilder, die ich haben möchte. Ja, also gebt mir gerne euer Feedback, was euch bei Steen vor Steen gefällt und ob ihr selber schon das Sparkle Tag und das Sparkle Wax ausprobiert habt und wie ihr das findet. Ich werde am Ende des Videos noch mal ein kleines Review geben, deswegen bin ich da jetzt nicht so genau drauf eingegangen. Ja. Ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Ihr kennt ja den Diamond Painting Community Discord, für den habe ich ja jetzt schon häufiger ein bisschen Werbung gemacht, da es ja auch mein Discord ist. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr auf den joint. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass wir uns jetzt überlegt haben, dass wir neben dem Diamond Painting Community Discord auch einen Discord machen wollen, der für alle Hobbys ist. Also der nicht speziell auf ein Hobby getrimmt ist, sondern für alle Hobbys. Und da wollte ich euch einfach mal um Feedback fragen, ob ihr denn dann auf so einen Discord joinen würdet und wie ihr euch vorstellt, wie das aussieht und was euch wichtig ist dabei. Denn ja, ich will auch nicht Leute überfordern, die neu da drauf kommen. Soll man sich also quasi vorher auswählen können, für welche Hobbys man sich interessiert oder und dann nur die entsprechenden Kanäle dafür bekommen oder gleich alles zeigen, damit man eben irgendwie ja voll dabei ist oder nicht. Was denkt ihr? Was wäre da besser? Ich bin da auf jeden Fall auf eure Meinungen gespannt. So. Und das ganze Painting, das hat mich den ganzen Vormittag gedauert. Also ich habe bestimmt 4 Stunden an dem Stück gesessen. Also ewig lang. Aber das liegt daran, weil ich super langsam bin. Und weil es so lange dauert, werde ich jetzt euch noch ein bisschen Musik einspielen und meine Klappe halten. Damit ihr noch ein paar Minuten Ruhe gönnen könnt. So in 5 Minuten ungefähr werde ich gleich wieder quatschen mit euch. Also viel Spaß beim Schauen.
mein vorbereitetes Feld fertig gepaintet. Und ich muss sagen, es hat sich richtig schön legen lassen. Sekunde. Jetzt habe ich hier ein Steinchen rausgezogen mit meinem Finger. Rein da. Los. Genau, es hat sich richtig, richtig schön legen lassen. Es hat mega Spaß gemacht. Ich bringe das euch jetzt mal in die Nähe, damit ihr bisschen was seht. Da, guckt mal. Schaut mal, wie schön die Steine aneinander liegen und wie gut es aussieht. Also es sind Acrylsteine, aber ich glaube, ihr habt auch während dem Video gesehen, dass ich eigentlich keine Steine aussortiert habe. Ein bisschen schief gelegt, aber das macht ja nichts. Ja, ansonsten bin ich positiv überrascht. Ich mache mal Fokus auf automatisch. Positiv überrascht, weil ja, ich kann echt nichts dagegen sagen. Und ich zeige euch jetzt auch mal die AB-Steinchen. Das sind die Steine, wenn die Kamera scharf stellt. Da. Das sind die AB-Steinchen. Und schaut mal, wie schön die aussehen. Sind echt schöne Steine, die glitzern, funkeln wie sonst was, und man sieht es auch hier, wo ich die eingesetzt habe. Die machen ein kleines Highlight. Ihr seht es leider nicht so, aber real sieht es mega aus. Ne? Ja, ich muss sagen, ich liebe es abgöttisch tatsächlich. Und ich freue mich, wenn ich hier weiter painten kann. Wir haben jetzt schon ein großes Stück geschafft. Das ist so, keine Ahnung, so 7 mal 8 cm ungefähr. Und ich bin happy. Jetzt habe ich noch Feedback zu den beiden Wachssachen. Ich habe ja einmal das Sparkle Tag und das Wachs. Das Sparkle Tag, dadurch, dass das weicher ist, verhält sich das eher wie das rote Wachs, was bei den Toolkits dabei ist. Ne? Also so vom Verhalten her beim Painten verhält sich das eher wie das rote Wachs. Auch von der Langlebigkeit beim Painten, wenn die Steinchen gut sind, ist das ungefähr wie das rote Wachs. So, dann haben wir ja hier auch das Sparkle Wax. Das waren ja diese harten Wachssachen. Die verhalten sich ein bisschen anders. Also dadurch, dass es härter ist, bleiben die Steinchen eher dran kleben. Ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang gesehen habt. Ich hatte am Anfang Angst, Schwierigkeiten, dass das Steinchen, was ich am Stift hatte, auf der Leinwand bleibt. Aber das hat sich nach kurzer Zeit, also so nach 10 Steinchen oder so, hat sich das ein bisschen runtergenutzt und dann ging das richtig super. Aber auch hier ist die Langlebigkeit, also wie lange ich gut Steinchen damit aufnehmen kann, ungefähr vergleichbar mit dem normalen Wachs, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall finde ich beides sehr super, gefällt mir sehr gut. Mal davon abgesehen, dass ich meinen Stift hier super dreckig gemacht habe, aber das ist egal. ja, ich würde aber, glaube ich, das Sparkle Tag bevorzugen, weil dadurch, dass es weicher ist einmal und zum zweiten Mal, weil es mich halt wirklich mehr vom Handling her an das rote Wachs erinnert und ich besser damit klarkomme. Genau. Wisst ihr Bescheid. So, das ist mein Feedback zu dem Sparkle Tag und Sparkle Wax. Ich kann es euch noch mal zeigen, falls ihr das von vorne nicht mehr wisst. Das hier sind die zwei Wachse. Sparkle Wax steht da drauf, ne? Das sind die harten. Also die kann ich nicht einfach so zerdrücken. Und das hier, komme ich ans andere auch ran.
Und das hier waren die beiden Sparkle Tech. Das waren die weichen hier. Ne? Das sind die, die ich sehr wahrscheinlich bevorzugen werde. Aber ich finde beides ziemlich gut. Ne? Man konnte aus beiden gut das Wachs entnehmen, so wie viel man gebraucht hat. Egal ob mit Multiplasern oder mit Einser Aufsetzern. Ja. Mich stört es, dass mein Stift so dreckig ist. Werde ich gleich mal sauber machen. So, ja, ansonsten zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das aussieht, wie gut das gelegt ist, wenn die Kamera denn macht. Naja. Gut, mein Kleiner wird gerade wach. Das heißt, ich mache jetzt Feierabend. Und Dankeschön fürs Zuschauen und denkt an den Rabattcode 15% mit Imela 15 bei Stain for Stain. Dann bis bald.